Frank von Giga auf dem MWC 2023 am Stand von Honor mit dem Magic 5 Pro, einem krassen Smartphone, das nicht weniger möchte als das Gerät mit der besten Kamera und mit dem besten Display zu sein. Aber stimmt das auch? Dem gehen wir jetzt mal auf den Grund nach dem Intro. Dies ist ein Smartphone voller Highlights. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. 6,8 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display mit LTPO. Das kann zwischen 1 und 120 Hertz hin und her wechseln. Immer dann, wenn es benötigt wird. Also schön flüssig ist es auf jeden Fall schon mal. Die Auflösung 2848 x 1312. Das ist so ein Mittelding zwischen WQHD und FHD. Und muss ich sagen, sieht scharf genug aus und dürfte sicherlich auch positiven Einfluss gegenüber Geräten mit WQHD-Display haben, was die Akkulaufzeit angeht. Honor ist hier sehr stolz darauf, PWM-Dimming eingebaut zu haben. Das ist eine Technologie, mit der man gerade dann, wenn das Display dunkel eingestellt ist, dass die Augen ein bisschen stärker schonen soll. Überhaupt viele Bildanpassungen sind drin. Bei einer automatischen Helligkeitsregelung wird das Licht besser sozusagen an die Umgebungshelligkeit angepasst. Insgesamt soll sich dieses Smartphone auch insgesamt länger betrachten lassen. Das ist ja auch vom TÜV Rheinland geprüft, was die Helligkeit angeht. 1300 Nits Maximalhelligkeit, wenn der ganze Bildschirm hell, also weiß ist, und 1800 Peak-Helligkeit. Das macht natürlich insbesondere dann Spaß, wenn man sich hier drauf HDR-Inhalte anguckt. Und es gibt sogar einen eigenen Display-Prozessor. Der ist in der Lage, SDR-Inhalte auf HDR sozusagen hoch zu skalieren. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch bei solchen, in Anführungszeichen, Bildverbesserungen. Die Farbgenauigkeit soll sehr hoch sein. HDR 10 Plus wird unterstützt, leider kein Dolby Vision, aber das Display ist geprüft auch von den Experten von DxO Mark und die sagen, das ist das beste Display derzeit auf dem Markt bei Smartphones. Und das will schon was heißen, wenn sich Honor hier gegen Samsung mit dem Galaxy S23 Ultra und Apple mit dem iPhone 14 Pro Max durchsetzen kann. Auch tonangebend sollen die Kameras sein. Okay, und jetzt ist der Moment, da zeige ich euch mal diese durchaus optisch und designtechnisch interessante Kamerapartie. Honor spricht hier vom sogenannten Star Wheel, weil ist ja ein Rad und soll vermutlich gut dafür sein, zum Beispiel die Sterne einzufangen. Und hier im Gehäuse ist auch noch so eine Wölbung mit drin. Da spricht Honor von der sogenannten Gaudí Curve, also benannt nach Antonio Gaudí, der bekannte Künstler und Architekt, der hier in Barcelona unter anderem die Sagrada Familia designt hat. Weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde, aber naja, immerhin ist diese Kamerapartie zentriert platziert. Das heißt, wenn man das Gerät auf den Tisch legt, dann wackelt nichts. Finde ich gut. Drei Kameramodule haben wir hier drin. Einmal eine 50-Megapixel-Kamera mit einem 1,12 Zoll-Sensor. Honor lässt sich hier nicht genau in die Karten gucken. Es klingt so ein bisschen so, als ob die den selber gestaltet haben. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist eine Information, die wird sicherlich die Zeit zeigen, wenn da die ersten Tiere uns reinkommen. Wir haben auch noch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einem Winkel von 122 Grad und eine 50-Megapixel-Teleskoplinse mit einem 3,5-fachen optischen Zoom. Und Honor sagt hier, dass das eine fantastische Kamera sein soll. Natürlich, das sagt jeder Hersteller in Verbindung mit halt diversen Features, die hier eingebaut sind, auch auf der Software-Seite. Ultra Fusion für einen besseren Hybrid-Zoom zum Beispiel soll das ja eine sehr gute Kamera sein. Auch die von DxO Mark bewertet und auch die soll tatsächlich die beste Smartphone-Kamera derzeit sein. Ich will mich da noch nicht festlegen. Also wir können hier natürlich auf der Messe nicht so viel in allen möglichen Bedingungen rumprobieren. Aber das ist ja schon mal krass, also so zumindest als Ansage, wenn die auch nur in der Spitzenklasse mitspielen kann. Und hier an der Front haben wir eine 12-Megapixel-Kamera und noch eine zweite Öffnung sozusagen. Das ist ein Time-of-Flight-Sensor. Der ist in der Lage, ja, euer Gesicht dreidimensional zu erfassen. Das sorgt dafür, dass ihr bessere Porträt-Shots bekommt und euer Gerät auch so wie bei Apple mit eurem Gesicht entsperren könnt. Und ja, ich bin hier schon einigermaßen eingegangen auf die Kameraleistung. Vielleicht trotzdem noch kurz erwähnt, Super Night Capture ist hier auch noch mit drin. Also die Nachtbilder sollen auch ganz toll sein. Es gibt hier das sogenannte AI Motion Sensing. Das heißt, wenn ihr den Auslöser drückt, wird eine KI aktiv, die bemerkt,
in welchem Moment jetzt wirklich das beste Bild eingefangen werden soll. Gerade bei schnellen Motiven soll das ganz gut sein. Und das sogenannte Falcon Capture sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen auch dann mit einer ganz besonders kurzen Belichtungszeit eingefangen werden und ihr dann sozusagen ein Bild bekommt, das den Akteur wie eingefroren einfängt. Bin ich auch sehr gespannt darauf, das auszuprobieren. Und ja, DxO Mark sagt, das ist aktuell die beste Kamera mit 152 Punkten. Heiliger Bimbam. Auch ansonsten, Software gibt es hier viele neue Features, von denen ich vor allem eines herausheben möchte. Und zwar ist das ein Ärgernis, das ich schon öfter hatte. Wenn man telefoniert und man hat Umstehende und das ist insgesamt so sehr leise, dann hört man das natürlich nach draußen hin auch, was derjenige, der einen gerade anruft, sagt. Und hier gibt es so ein AI Privacy Call Feature und das funktioniert sozusagen nach dem Gegenschallprinzip, so wie ANC auch. Also das schallt sozusagen nach außen, so dass Umstehende nicht meinen Gesprächspartner bei einem Telefongespräch hören können. Wi-Fi 7 ist an Bord, Bluetooth 5.3 ist an Bord. Die Empfangsleistung soll hier nochmal verbessert worden sein, weil es hier eigene Wi-Fi und Bluetooth-Antennen gibt. Der Akku ist durchaus üppig bestückt mit 5100 mAh. Der kann nachgeladen werden mit einem mitgelieferten Netzteil, 66 Watt. Soll also sehr, sehr schnell aufladen. Vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Xiaomi vergleicht. Aber trotzdem, also nach einer halben Stunde habt ihr auf jeden Fall genug Akkukapazität für den Tag spätestens. Kabellos kann das Gerät auch geladen werden mit bis zu 50 Watt, wenn man einen entsprechenden proprietären Charger verwendet. Reverse Wireless Charging wird ebenfalls unterstützt. Und ja, damit könnt ihr dann halt auch zum Beispiel eure Kopfhörer, eure True Wireless Earbuds dann hier auf der Rückseite aufladen. Leistungsseitig alles top. Snapdragon 8 Gen 2 ist drin, also das Beste, was der Markt für Android-fähige SoCs gerade hergibt. 12 GB RAM, LPDDR5X, also auch da das schnellste, was es gibt. 512 GB interner Speicher, das dürfte reichen. Erweiterbar ist der natürlich nicht. Gucken wir uns das Gerät nochmal kurz von allen Seiten an. Also hier rechts die Power-Taste, schöner Druckpunkt, hier direkt darüber die Lautstärke-Wippe und ja, genau so muss sich das anfühlen. Schön knackig, durchaus ein bisschen schwergängig. Auf der Unterseite haben wir hier den SIM-Tray, Dual-SIM wird unterstützt, eine USB-Typ-C-Buchse, einen der beiden Lautsprecher. Auf der linken Seite nichts weiter, außer hier so einen kleinen Plastikstreifen in dem Alugehäuse, der natürlich dafür da ist, dass die Empfangsqualität sehr gut ist. Und auf der Oberseite noch eine Infrarotschnittstelle, damit könnt ihr euren Fernseher fernsteuern und noch einen der beiden Lautsprecher. Also, was will man da mehr? Das ist ein Gerät, das absolut solide in der Hand wirkt, natürlich auch IP68 zertifiziert ist und es ist auch nicht zu schwer, ja, obwohl das halt mit 6,8 Zoll wirklich schon ein bisschen größer ist, aber ja, schönes Gerät, meine Güte. Vom Honor Magic 5 Pro wird es zwei Farbvarianten geben. Eine in dieser schönen grünen Farbe und eine in schwarz. Kommt im ungefähr Mitte April 2023 auf den Markt zu einem UVP von 1.200 €, knapp vielleicht 10 Cent weniger. Mal sehen, ob das dann schnell im Preis fällt. Also bei den Spezifikationen wäre ich mir da nicht ganz so sicher. Ein erstes Fazit, Donnerlütchen. Dieses Smartphone kann man wohl mit Fug und Recht als Paukenschlag bezeichnen. Also Honor ist hier jetzt mittlerweile auf dem Weg, zumindest auf technischer Ebene, einer der führenden Smartphone-Hersteller zu werden. Also dieses Smartphone hat mich jetzt nach dem ersten Betrachten durchaus ein bisschen beeindruckt. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung. Ist das ein Smartphone, das ihr als euer nächstes erklären würdet? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Gerne auch liken, unseren Kanal auf YouTube abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!